Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Mass Effect 3. Wir docken jetzt an. Oh, ich habe eine neue Schrotflinte. Nein, mal. Ich mich nochmal neu ausrüsten muss. Kotzt mich immer an. Nein, ja. Nämlich. Stimmt definitiv die hier mit. Ja, doch, das passt. Achso, Schrotflinte nehmen wir natürlich gerne mit. Mission, mehr Schaden, jo, passt zurück, bestätigen. Ja, gut, da brauche ich viel machen. Hier, automatischer Stufenaufstieg. Bestätigen. Wir sind 1 zu 4 unterlegen und viele unserer Schiffe sind Frachter mit wenig Feuerkraft. Wir wollen keine Weltraumschlacht gewinnen, Jowl, sondern nur ihre Linien überwinden. Sie haben also einen Cerberus-Kreuzer befehligt. Unser Ehrengast ist da. Endlich kann's losgehen. Lassen Sie mich raten. Sie wollen die feindliche Flotte infiltrieren. Genau. Wir landen einen vernichtenden Schlag und dann greifen meine Truppen ein. Könnte schief gehen. Der Angriff wurde wochenlang geplant, Shepard. Entspannen Sie sich und überlassen Sie mir das Ruder. Kein guter Start für unsere Partnerschaft. Der Start ist nicht so wichtig, solange das Ende passt. Bray, durch das Portal. Die Flotte soll warten und erst auf meinen Befehl nachkommen. Okay, also eins muss ich sagen, Cerberus-Raumschiffe sehen geil aus. Okay, sie hat auch einen netten Hintern, muss man nicht lassen. Zumindest mal in der Hose. Kreuzer, Sie stehen nicht auf dem Flugplan. Identifizieren Sie sich. Hier ist Captain Lenz. Stimmerkennung Alpha Tango Z. Wir wurden beschädigt, brauchen Reparatur. Identität bestätigt, Captain. Warten Sie auf Anflugfreigabe. Wie brachten Sie ihn dazu, das zu sagen? Auf die harte Tour. Hat man an seiner Stimme ja schon gemerkt. Wurden beschädigt, sieht nicht ruhig beschädigt aus. Ich habe das Gefühl nicht los, dass gleich das Feuer eröffnet wird. Geduld und so nah ran wie möglich. Feuer! Flotte durchs Portal lotsen! Wir sind durch. Direkter Kurs auf die Station. Der General will uns begrüßen. Interessant. Stellen Sie ihn durch. Aria, ich wusste, dass Sie das sind. Sie werden es nicht schaffen. Blasen Sie es ab. Falscher Ansprechpartner. Aber vielleicht können Sie meine Begleitung überzeugen. Commander Shepard, man hört ja viel Gutes über Sie. Meine Partnerin hier hält nicht gerade viel von Ihnen. Sie ist Niederlagen nicht gewöhnt. Das trübt das Urteilsvermögen. Traurig, dass Sie Cerberus verlassen haben. So schadet sich jeder selbst. Vielleicht hatten sie ja Angst vor dem Erfolg. Und Aria glaubt, ihr Anblick würde mich beunruhigen. Jetzt bin ich dran. Es war sicher mühsam, das Schiff mit Silaris-Panzerung zu verstärken. Was für eine Verschwendung. Ich habe die äußere Verteidigung von Omega verbessert. Meine Kanonen machen Kleinholz aus ihnen. Er klingt ziemlich selbstbewusst. Ja, das stimmt. Nochmal, blasen Sie es ab. Zeigen Sie, was Sie drauf haben, Oleg. Übertragung beenden. Das lief doch gut. Kurs beibehalten. Wir rammen die Station. Alle bereit machen für den Aufprall. Was? Omegas kinetische Barriere hindert meine Schiffe am Landen. Der Kreuzer hat Disruptoren, um sie beim Aufprall lahmzulegen. Keine Sorge.
Wahrscheinlich überleben wir den Absturz. Schäde unten! Alle Systeme versagen! Wir schaffen das! Keine Dummheiten! Evakuieren Sie! Rettungskapseln auf die Station programmieren! Gehen wir! Alle raus! Wir haben keine Zeit! Gut zu wissen, wenn man weiß, wo die Rettungskapseln sind. Das Arschloch hat die äußere Verteidigung von Omega aufgerüstet. Sieht ganz danach aus. Tag. Wir schauen mal kurz vorbei, ne? Dankeschön, Tag. Wiedersehen. Och komm, Leute. Ihr könnt doch Verwundete erstmal aussteigen lassen, ne? Hoffentlich haben es die anderen Rettungskapseln geschafft. Okay, was ist unser Ziel? Wir müssen in der Verteidigungsstation Omegas äußere Verteidigung lahmlegen, damit meine Schiffe landen können. Denn sonst werden sie genauso zerlegt wie wir. Jetzt muss ich erstmal mich darum kümmern. Dafür habe ich sie hergebracht. Bodenoffensive. Im Kampf. Sind Sie der Boss? Aria gibt das Kommando ab. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ich bin durchaus teamfähig, Commander. Ich weiß, wo wir hin müssen. Und Sie können uns hinbringen. Okay, dann los. Ich bin wieder da, ihr Arschlöcher. Wieso machen wir es eigentlich so? Wir haben doch Möglichkeiten. Ups. Ach, das ging wieder durch und durch. Alter, Alter. Jetzt ist mal ganz gut Schluss hier. Ja, ich gehe ja schon. Wo ist der andere? Da ist der andere. Hey! Wow. Hallo, dürfte ich bitte mal... Aria an Flotte. Alle wohl auch da draußen? Geht so. Mit der Cerberus-Flotte kommen wir klar, aber die Verteidigung von Omega setzt uns zu. Halten Sie meine Armee intakt, Jarl. Mehr müssen Sie nicht tun. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir holen werde. Boom, Headshot. Wo ist da? Guten Tag. Schau mal kurz vorbei. Die Schilde sind mir wesentlich lieber. Hä, wo müssen wir lang? Ach, genau, auf die falsche Seite gelaufen. Kann ich hier bitte rüber? Liegt die Munition, nehmen wir mit. Los geht's. Bodenteam, kommen.
Bray, sind Sie da? Ja, aber nur 6 Kapseln haben es geschafft. Mehrere Landepunkte. Bei Ihnen sammeln, dann zum Rendezvous-Hangar. Bereiten Sie die Landung unserer Schiffe vor. Beeilen wir uns. Jede Minute werden da draußen mehr von meinen Schiffen vernichtet. Wir sind hier. Soll mein Aiming passen würde. Ja. Hinten schon irgendwas rumlaufen sind? Wir nähern uns. Diese Kanonen müssen ausgeschaltet werden. Das ist kein Problem, kriegen wir alles hin. Problem ist, dass die Zugangstür fährt. Hier entlang. Der nächste Bereich braucht einen Druckausgleich. Wird eingeleitet. Eindringlinge entdeckt. Aufhalten! Das ist jetzt ungünstig. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir holen werde. Druckausgleich bei 42. Stirb! Gut, dann gehen wir durch. Das war's. Eine unserer Kapseln. Wir hatten Glück. Weiter! Wir haben wieder 2 Transporter verloren. Lange können wir nicht mehr ausweichen. Wir sind direkt vor der Verteidigungsstation. Durchhalten! Sie sind hier. Verteidigt die Station. Zu spät. Zur Steuerung. Jarl, die Verteidigung ist ausgeschaltet. Die verbliebenen Schiffe sollen sich am Rendezvous-Punkt sammeln. Flugbahnen berechnet. Wir bilden bereits eine Schlange. Bray, kommen. Status? Rendezvous-Punkt gesichert. Hangartüren aktiviert. Sind in Kürze offen. Ich brauche sie jetzt offen. Meine Vögel kommen rein. Ankunft vorbereiten. Was genau ist dieser Rendezvous-Punkt? Dorthin sind wir unterwegs. Ein Bunker, den ich auf dem D-Deck eingerichtet habe für heiklere Operationen. Er ist völlig uneinnehmbar. Mit eigenem geheimen Hangar und Dock. Unabhängige Energiequelle, Lebenserhaltung, Munition. Sie werden sehen. Einsatz auf dem D-Deck. Untersuchen und auf weitere Befehle warten. Jetzt kommst du ins Grübeln. Wir haben es doch geschafft. Nun geht es los. Der General weiß wahrscheinlich, wohin wir unterwegs sind. Dann also keine Besichtigung. Nein. Bray, Achtung! Sie kriegen Besuch. Großartig. Und wir rücken in der nächsten Folge auch weiter zum Rendezvous-Punkt auf Dock D oder Deck D, keine Ahnung. Wir sehen uns dann. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.